aber die werden halt vorher nochmal gebeizt. Da gibt es dann spezielle Saatkartoffeln schon. Also Bio-Kartoffeln werden einfach so gesät, so wie sie sind. Also von letztem Jahr werden halt welche dann aufgehoben und wieder gepflanzt. Ja, also es, bei anderen Kartoffeln, bei Nicht-Bio-Kartoffeln ist es anders gemacht, oder wie? Ja, die werden nochmal gebeizt vorher. Was denn, und dann, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, jedes Saatgut wird eigentlich vorher nochmal gebeizt, dass das zum Beispiel keine Feuchtigkeit aufnimmt, dass das... Da gibt's gegen Schädlinge, gegen, keine Ahnung, da gibt's ganz verschiedene Beiz... ja, Varianten quasi und mit unterschiedlichen Sinn und Zweck halt. Okay. Weißt du, wie so eine Kartoffellegemaschine funktioniert? Ja, da wird halt oben ist so ein großer, wie soll man das sagen, so eine große Fläche, das sieht aus wie so eine riesige große Schubkarre. Die wird halt mit zwei Hydraulikzylindern immer weiter angehoben, sodass die immer wieder nach unten rutschen. Und unten sind wie so Paternoster oder wie die heißen, diese alten Aufzüge, wo man sich so draufstellen musste. Und die halt so die ganze Zeit im Kreis gefahren sind. Weiß nicht, wer das kennt. Und da sind halt so, sieht aus wie ein Eierbecher quasi, und da fallen halt die Kartoffeln dann rein, werden dann hochgehoben und fallen dann von oben in so einen Schlitz rein. Und dieser Schlitz, der führt die Kartoffeln dann halt nach unten zu so einer, ja, ist das eine Doppelscheibenschale, keine Ahnung. Also unten halt auf jeden Fall zu so einer Art Trichter. Da werden die dann in die Erde fallen lassen und dann wird unten halt wieder hinten Erde drüber gemacht und dann gibt es halt diese Dämme wie bei Spargel, nur dass die halt in einem geringeren Abstand sind als bei Spargel und halt nicht so hoch und dick. Und die sind auf, also auf den Dämmen sitzen ja drauf, da oben, ne? In den Dämmen drin, ja. Also ja, genau, aber nicht in der Kuhle natürlich, ja. Ja, und hinten wird dann halt dieser Damm geformt. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Entweder wird es halt ganz glatt geformt, der Damm, oder es gibt so, wie soll man das beschreiben? Das sieht aus wie ein Papierkorb, wenn man es so will. Also so einfach so eine Form halt. Wie der Damm, das ist, damit wird dann drüber gefahren, damit es diese Form dann vom Damm daher gibt. Ja, genau. So gewellt halt so hoch. Das ist halt nicht glatt dann. Also wenn man einen glatten Damm macht, dann sind da einfach so, sieht aus wie so zwei Alubleche oder so. Also drei besser gesagt. Zwei für die Seite halt und eins für oben drüber. Und das zieht dann halt die Erde glatt. Und bei den, wo es dann halt uneben ist, der Damm, da wird dann halt eben so ein, ja, wie gesagt, so eine Art Papierkorb, so von der Art her. Das ist einfach so ein Metallgerippe, was dann halt da nicht glatt macht, sondern einfach da drüber läuft und dann so unebene Formen halt bildet, also. Okay. Kann man schlecht beschreiben, das muss man sich mal angucken. Aber früher war es so, dass die Kartoffeln dann wirklich so, dass halt Personen hinten auf dem Anbaugerät draufgesessen haben und Kartoffel für Kartoffel einzeln in den Boden gesteckt haben, oder? Ja. Und wie war das dann bei der Ernte? Da gab es dann schon Maschinen, oder? Also zu der Zeit, wo die... an, also da gab es teilweise so einzelne Roder, die dann eine Reihe nach der anderen abgefahren haben. Okay. Oder es gab halt, die Leute, die dann mit dem Spaten oder so einer Grabschippe halt über den Acker gelaufen sind und die dann da rausgehoben haben. Muss man da immer erst, das Kraut da abreißen, weil hier wird ja das Kraut erst klein gehäckselt sozusagen, ne? Ja. Das wird einfach klein gehäckselt, wird einfach liegen gelassen sozusagen, oder? Ja, also da kommt teilweise halt auch was mit in den Bunker dann, das muss man dann halt entweder nachträglich raussortieren oder bei den Gezogenen, da stehen dann die Leute oben drauf, irgendwelche Arbeiter halt, und die sortieren dann schon Faule und das Kraut halt so ein bisschen vorsortieren. Auch hier bei so einem... Aber so eine, also ein Selbstfahrer? Ich hab doch gesagt, bei gezogen, ne? Achso, da bin ich zu gerade hochgefahren. Dann fahre ich nochmal hier eine Parallelbahn. Tididididi. Aber nochmal bei dem, wo die Leute das damals auf die, die haben auf dem Anbaugerät drauf gesessen und haben das dann wie rausgeholt? Was, wie rausgeholt? Ja. Ah, nee, zum Rausholen
Nur zum Legen haben die auf den Anbaugeräten hinten draufgesessen und haben die da reingesteckt an den Boden oder wie? Ja, also da gab es auch so Rutschen quasi und da wurden die Kartoffeln auf so einen Drehteller draufgelegt halt oben. Und dieser Teller hat sich halt ununterbrochen gedreht. Mhm. Und da waren halt so, ja, Schlitze halt drin und da kamen die Kartoffeln rein. Achso, okay. Heute ist halt das automatisch gemacht, da kommen die automatisch da rein. Ja. Und wie viele Bahnen haben die dann immer so gelegt? Weißt du das? Kommt drauf an, wie viele Leute hinten drauf sitzen. Jeder eine Reihe halt. Aber die meisten hatten so 3, 4 ungefähr oder 2. Und wie haben die irgendwie auch den Abstand irgendwie gesehen, wie weit die halt, wann die nächste Kartoffel wieder reinkommt? Nee, das hat die Maschine dann automatisch gemacht. Achso. Also dieser Teller oben, der wurde halt immer per Hand bestückt. Und gedreht hat er sich dann automatisch und dann halt automatisch unten gepflanzt quasi. Mhm. Wird sowas eigentlich noch gemacht? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Echt? Aber es ist halt sehr aufwendig. Ich fahre jetzt auch gleich mal den Fendt wahrscheinlich zum Landhandel. Oder wie voll ist bei dir der Tank? 71%. Bei mir jetzt auch genau. Weil ich glaube, der ist jetzt eh gleich, wenn ich den Tektron jetzt hier auslade, dann ist der voll. Sonst könntest du natürlich auch den... Also ich muss im Tektron bleiben, damit der ausgeladen wird. Ja. Weil wenn deiner dann voll ist und ich noch nicht zurück bin, kannst du natürlich auch den nehmen, mit dem ich eben gefahren bin. Ja, ich komme jetzt. Oder ist der Anhänger jetzt voll? Der Anhänger ist eh voll. Achso. Nimm halt den Tektron, mit dem ich gefahren bin, falls deiner voll ist. Ja, ich mach jetzt hier vorne mal diese... Umfahrung hier. Ja. Ach, von der Insel, wie ich es genannt habe. Ja. So, hier schön beim Zaun raus. Ich glaube, hier wäre es auch echt schwer gewesen, wenn wir hier mit dem Tektron reingefahren wären. Ja, ich wäre gegangen, aber... Ne, weil da vorne ist nochmal so ein Zaun. Da ist die Einfahrt durch... Oh, Moment. Ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Sollte. Da ich bin richtig... Zäune sind bewegbar. Ja, genau. Muss man wieder dann aufstellen. Ich glaube, die nächste muss ich wieder abbiegen. Hier rein. Ist eigentlich mehr so, dass Feldwege im Moment asphaltiert sind schon, oder? Nee. Es ist mehr so, dass die... Das sind dann so die, so Haupt, sag ich mal, Hauptfeldwege oder eher dann auch Straßen, wo so... Es kommt immer drauf an, wo man ist und was das für Wege sind. Teilweise sind das ja wirklich dann Zufahrtswege zu irgendwelchen Höfen oder sowas. Also die, aber dann so. Dann sind die meistens betoniert oder halt asphaltiert, aber also was ein richtiger Feldweg ist, die sind meistens nicht asphaltiert. Okay. Da fallen sie immer so runter, die Kartoffeln. Aber aus so asphaltierten Wegen kann man natürlich schon schneller fahren als auch so nicht asphaltierten. Bei uns gibt es auch viele asphaltierte Wege, aber die sind so mit Schlaglöchern besät, da kann man teilweise nur langsamer drauf fahren als auf einem Schotterweg. Ja, okay. Aber man hat natürlich dann... Ist natürlich dann schon gut, wenn man sowas hat wie Achsen gefedert, Sitz gefedert und so ein Zeug, ne? Ja. Komm wieder zurück. Hast du schon... Musst du wechseln jetzt, oder? Nein. Okay. So. Ich stelle mir das schon schwer vor, so ein 900er oder generell halt so sehr große Traktoren so in einem... durch so ein Dorf oder so zu fahren. Weil das sind ja die Straßen. Nicht nur beim 900er das Problem. Ja, wenn du jetzt so ein 300er hast, das geht doch wahrscheinlich noch, oder? Ja, ja. Also muss natürlich auch mal mit dem Anbaugerät, muss man auch mal richtig aufpassen, ist auch nicht. Kommt natürlich auch mal drauf an, was man hat, ne? Weil ja. Manchmal, manchmal, oh, das fehlt voll mitgenommen. Manchmal sehen die anderen Verkehrsteilnehmer das vielleicht nicht so direkt und dann, ja, muss man echt aufpassen. Die meisten Verkehrsteilnehmer, die nicht mit dem Schlepper unterwegs sind, die sind sowieso total stumpf. Die denken, oh, da kommt ein Traktor, da will ich jetzt noch schnell dran vorbei. So, und dann steht man auf einmal vor einem, obwohl mit der Schlepper zum Beispiel Vorfahrt hat. Weil die meisten Leute denken halt, ja, der kann ja warten.
Und dann wundern sie sich, wenn sie rückwärts fahren müssen. Was sie meistens nicht können. Weil es zu eng ist oder nicht? Nö, weil sie es einfach nicht können. So, ich mach hier unten mal Bäume. Das reicht, ich kann es eigentlich hoch und runter immer fahren, ne? Da sieht es eigentlich da oben aus mit den Wänden. Passt das mittlerweile, oder? Ja. Der ist auch gar nicht ganz leer geworden. Naja, egal. Aber mit einem 300er ist wahrscheinlich schon einfacher, sage ich jetzt mal, durch so ein Dorf zu fahren, also, als jetzt mit so einem 900er natürlich, oder? Schon, ja. Weil wenn man dann auf die parkenden Autos da, dann muss schon ziemlich oft ziemlich viel achten. Besonders wenn noch viel los ist, dann wird nicht einfach. Kann man eigentlich mit so einem Selbstfahrer so einen Kreisverkehr? Kann man ja auch die Größe an, ne? Aber es geht schon. Was hat es eigentlich einen Vorteil, dass die hintere Achse gelenkt ist, oder ist einfach wahrscheinlich jetzt nicht möglich, dass die vordere Achse hier gelenkt ist? Ne? Doch, das ist schon, aber der Wendekreis wird dadurch einfach kleiner. Also ist ein Vorteil für den, ja. Das hier vorne können wir aber auch abnehmen wahrscheinlich, oder? Dieses Krautschlägel und das, wo die Kartoffeln aus der Erde genommen werden. Wie abnehmen? Ja, also das, dass man da was anderes dran setzen kann, oder? Was willst du da anderes dran setzen? Na stimmt, das ist hier direkt speziell für Kartoffeln gebaut. Okay, na egal. Also das kann man schon abbauen zum Reinigen oder Reparaturarbeiten, aber es bringt einen. Also es ist nicht fest fixiert, so natürlich. Ja, das schon, aber es ist jetzt nicht gerade so als Schnellwechselobjekt konzipiert. So wie jetzt zum Beispiel. Lässt es eigentlich dran. Aber so Salzfahrer hatten wir schon, das ist ja eher dann so. Gibt ja eher weniger Betriebe, die so eigene Selbstfahrer jetzt speziell für Kartoffeln oder so haben, ne? Ja. Gibt es auch so Betriebe, die eigentlich komplett nur irgendwie Zuckerrüben oder Kartoffeln oder sowas anbauen? Oder ist es in den meisten Fällen immer so, dass sie so gemischt anbauen? Also wenn man jetzt so. Also ich kenne jetzt keine, die nur eine bestimmte Sorte anbauen. Das ist ja auch ein relativ hohes Risiko, weil wenn es dann irgendwie, was weiß ich, ein Schädling gibt oder irgendwas, da hat man ja dann wirklich nur diese eine Einnahmequelle, und wenn dann halt irgendwie der Bestand dahin scheidet, ja, dann ist man ziemlich schnell ruiniert, so was gänzliche Zwecke angeht. Von daher machen eigentlich die meisten, oder also ich kenne keinen, der das nicht so macht. Also mehrere verschiedene. Richtig, ja, oder ja. Vorhin hatten wir es ja nochmal mit den Kartoffeln, die werden ja gelegt, und es ist eigentlich die einzige, nennt man das Früchte, oder wie nennt man das? Frucht? Ne, das ist eigentlich keine Frucht. Wie sagt man das so generell zu denen? Das ist ja auch kein Getreide, wie sagt man so. So generell zu allem, was angebaut wird. Gibt es da einen speziellen? Ja, aber was meinst du jetzt? Also generell so ein allgemeiner Name für alles, was angebaut wird, halt sozusagen. Ja. Wie jetzt, also Säen halt, oder was willst du denn jetzt wissen? Na, also guck, es zu so Raps und so sagt man ja, Raps, Weizen sagt man ja Getreide, ne? Ja. Und gibt's für Raps, Kartoffeln, Mais und alles zusammen so einen generellen Oberbegriff, wie man das alles nennt? Nee. Oder also gibt's halt noch irgendwas, was angebaut wird, was auch gelegt wird wie Kartoffeln, oder sind Kartoffeln wirklich das Einzige, was so gelegt wird? Ja, was heißt gelegt wird? Also ja, auf eine andere Art als jetzt andere Pflanzen halt angebaut. Ja, Zuckerrüben werden auch anders gelegt als zum Beispiel, also gesät als Raps zum Beispiel, oder Mais wird auch anders gesät als Weizen oder so. Achso, okay. Aber das sind trotzdem noch mit Samen wird das alles gemacht, oder? Ja. Es gibt dann noch andere Früchte oder Feldfrüchte halt, die dann anders angebaut werden, also was weiß ich, Kohl und so ein Kram. Und wie wird sowas geerntet? Geerntet. Sowas kann man ja, okay. Aber da werden wahrscheinlich nicht so große Felder damit gemacht, oder? Doch. Also auch wie Spargel wird die dann geerntet, oder wie? Ja. Da gibt es einige. Okay, sowas habe ich aber jetzt noch nie so gesehen, ich habe nur so. Gibt es bei uns in der Region eigentlich.